Millionen jahrelangen Entwicklungsgeschichte im Prinzip nur mit zwei Arten von Lebewesen konfrontiert worden ist. Ja, ganz klar ist ja eigentlich, wir als Mensch, wenn wir sicher unterwegs sein wollen bei einem Ausritt oder in jeglicher Arbeit mit dem Pferd beim Reiten, dann müssen wir im Freundbild sein. Das Pferd muss uns als Artgenossen ansehen, auch wenn es sieht, dass wir anders aussehen und nur auf zwei Beinen laufen. Hi, ich bin David von der Calm Horse Academy. Im folgenden Video erwartet dich wie immer super interessantes Pferdewissen. Wenn du keine Videos mehr verpassen willst, dann würde ich mich wirklich riesig freuen, wenn du den Kanal einmal abonnierst und auch direkt auf diese kleine Glocke dann klickst. Das kostet dich wirklich nichts, aber durch dein Abo hilfst du uns und motivierst uns natürlich, noch mehr tolles Pferdewissen zu verbreiten. Und jetzt viel Spaß beim nächsten Video. Ja, hallo, lieber Volker. Hallo Katrin, schön dich kennenzulernen. Sehr schön, das geht mir ebenso. Du bist heute hier, um uns etwas über das wunderbare Reihreiten zu erzählen. So ist es. Das freut mich sehr. Und du hast dich ja auch schon gut vorbereitet und uns auch schon einiges zugesandt. Dann erzähl uns doch gerne mal. Du magst wahrscheinlich vorne beginnen, wie es denn überhaupt zum Reihreiten kam. Okay, meinst du, wie es bei mir zum Reihreiten kam oder wie es generell zum Reihreiten kam? Wie du magst. Also ich denke, grundsätzlich ist vielleicht ganz gut, den Zuschauern auch nochmal zu erzählen, weil ich nicht weiß, ob alle das Reihreiten prinzipiell schon kennen, wie denn der Gründer überhaupt dazu kam, eine eigene Methode zu entwickeln. Wird ja einen Grund gehabt haben. Und dann kannst du uns zum Anschluss erzählen, das ist mit Sicherheit auch sehr spannend, wie du denn darauf gestoßen bist. Okay, dann machen wir so. Reihreiten, wie der Name schon sagt, geht zurück auf den Gründer des Reihreitens, auf Fred Rei, der sich eigentlich sein ganzes Leben tatsächlich auch mit Pferden beschäftigt hat. Fred Rei war viel auch unterwegs als Westernsänger. Und sein echtes Markenzeichen war ja, dass er seine Lieder immer vom Rücken seines Pferdes aus präsentiert hat. Das hat er wirklich zeitlebens so gemacht und war Ja. das auch der Einzige, der wirklich in allen großen Konzertsälen, in Fernsehstudios, in Bierzelten, in Gasthäusern, auf großen Showbühnen war, aber natürlich auch bei uns zu Hause in der Western City in Dasing, die er auch gegründet hat, im Saloon, wo er seine Auftritte hatte, seine Fred Rei-Show zusammen mit seinem Fernsehpferd Spitzbub. Und naja, angefangen hat das Ganze eigentlich so ein bisschen in den 1970er Jahren. Damals war der Fred Rei unterwegs, zusammen mit einigen anderen Musiker, Kollegen, Künstlern etc. mit einer Show, die hieß Eine musikalische Reise um die Welt. Und im Prinzip ist der Name tatsächlich auch Programm gewesen. Da gehörte also russische Folklore genauso mit dazu wie Seemannslieder, wie Alpenglocken, Kuhglockengeläut und natürlich auch Western-Songs. Und nachdem der Fred tatsächlich auch schon Reiterfahrung immer hatte, ursprünglich aus dem englischen Reitstil auch kam, einige Jahre auch als Turnierreiter aktiv war und da tatsächlich auch relativ erfolgreich, lag es nahe, Westernlieder, Cowboylieder mit Pferd zu präsentieren. Wie gesagt, das ist ja später zu seinem Markenzeichen geworden. Aber man muss natürlich wissen, so in den 70ern, damals war das ja alles noch so ein bisschen anders, Sänger zu Pferde, da hatten die Mikrofone zum Singen, alle noch ein ellenlanges Kabel und natürlich durfte das Pferd nicht drüber stolpern und auch sonst kein Zuschauer und es war alles so ein bisschen kompliziert und dann natürlich irgendwo in Veranstaltungssäle reinzureiten, wo vielleicht ein paar tausend Leute sitzen, enge Stuhlreihen. Ich glaube, ist ganz klar, das ist jetzt Nicht nicht so ohne. ganz natürlich die Umgebung eines Pferdes. Da hat der Fred schnell auch gemerkt, Mensch, ich muss irgendwas tun, dass ich mich da auf das Singen konzentrieren kann und auf das Moderieren, dass ich nicht dauernd eigentlich auf mein Pferd einwirken muss. Männer, Multitasking ist ja vielleicht auch ein bisschen schwierig. Und so hat er sich überlegt, ich muss das hinkriegen, dass ich mit meinem Pferd möglichst wenig tun muss, dass das Pferd aber trotzdem zu jeder Zeit natürlich unter Kontrolle ist. Das Ganze muss ja obendrein auch noch sicher sein. Nicht nur für ihn als Reiter, sondern eben auch für die ganzen Zuschauer. Und aus diesen Überlegungen zum Beispiel heraus hat er auch das Bändele entwickelt. Das ist ja unsere gebisslose Zäumung beim Reihreiten, ein Schnurhalfter, ein ganz einfaches im Prinzip. Und naja, das waren so die ersten Grundlagen. Darüber hinaus hatte Fred Rei auch eine Ranch in Arizona, in Tombstone, wo er natürlich auch Pferde hatte. Und er hat sich dort in Amerika ganz intensiv mit den Pferden beschäftigt, hat seine Herde ganz intensiv beobachtet, hat also wirklich Tage und Nächte zusammen mit den Pferden verbracht und hat da einfach überlegt, Mensch,
wie verhalten sich die Pferde untereinander? Und was heißt das letztlich für den Umgang von uns Menschen mit dem Pferd? Wie müssen wir also mit dem Pferd interagieren, damit das Pferd quasi uns als Mensch auch verstehen kann? Das Pferd kann ja ganz schlecht zum Menschen werden. Der Mensch muss im Umgang mit dem Pferd eher zum Pferd werden und eben so agieren, wie das Pferd es eben tut. Und aus diesen ganzen Überlegungen heraus ist letztlich die Idee des Freireitens entstanden. Und natürlich nicht über Nacht, er ist nicht eines Morgens aufgestanden und hat gesagt, so, heute erfinde ich mal einen neuen Reitstil. Sondern er hat sich eben natürlich tatsächlich auch einfach über eine lange Zeit, über viele Jahre auch entwickelt. Und letztlich die Kernidee des Freireitens ist einfach, dass der Mensch zum Leittier seines Pferdes werden muss, dem es einerseits vertraut, bei dem es sich sicher und geborgen fühlt, so wie das eben in der Herde auch ein Leittier gibt und die rangniederen Pferde fühlen sich eben unter diesem Leittier sicher und geborgen. Und auf der anderen Seite muss das Pferd bereit sein, dem Menschen freiwillig zu gehorchen. Das ist ja auch in der Herde so, dass die rangniederen Pferde dem Ranghöheren im Prinzip bedingungslos gehorchen. Und diese beiden Dinge zu kombinieren, das ist eigentlich so die Essenz des Freireitens oder der Philosophie dieses Reitstils. Das Pferd muss sich beim Leittier-Mensch sicher und geborgen fühlen und dem Leittier-Mensch freiwillig gehorchen. Das sind so die beiden entscheidenden Faktoren. Ja, mir fällt jetzt gleich ein, wie wird denn dann der Mensch am besten zum Leittier, wenn das Pferd sich ja dem Menschen anschließen soll, beziehungsweise dem ranghöheren Pferd. Und dann gibt es ja einen Grund dafür. Das bedeutet also, der Führende, sei es jetzt der Mensch oder eben das ranghöhere Pferd, muss ja irgendwo auch seine Qualitäten vorab bewiesen haben oder auch während dem Umgang natürlich beweisen, sodass das Pferd auch sehen kann, okay, der weiß, wovon er redet hier, der kennt sich aus und der bringt mich auch irgendwo sicher vom Stall weg und wieder zurück jetzt zum Beispiel. Im Prinzip, da kommen eine ganze Reihe von Faktoren zusammen, was du ansprichst, das ist natürlich richtig. Zum einen, da sind wir so ein bisschen bei der Ausbildung auch von Pferden oder letztlich auch bei der Korrektur von Pferden. Beides hat Fred Rey ja gemacht. Fred Rey hat dazu Übungen entwickelt, mit denen der Mensch eben zum Leittier seines Pferdes wird. Und das Besondere eigentlich ist, er hat das nicht nur an die 1000 Male tatsächlich in der Praxis auch erprobt und durchgeführt, hat also viele Pferde ausgebildet und auch sogenannte Problempferde eigentlich ohne Ende korrigiert. Problempferde ist an sich ja schon mal ein problematisches Wort. Ja. Weil das Pferd das Problem ist, aber da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Auf jeden Fall. Er hat dazu einfach Übungen entwickelt. Und was wirklich was Besonderes ist und auch für den Fred tatsächlich was Besonderes war, für ihn tatsächlich immer so Krönung seines Lebenswerks, hat er tatsächlich am Ende da auch immer dazu gesagt. Es sind zwei Masterarbeiten, die an der Universität München bei Herrn Stephan entstanden sind, eben zu dieser Ausbildungsmethode, in Zusammenarbeit übrigens mit Dr. Margit Zeitler-Feich, das ist ja eine der führenden Verhaltensforscherinnen für Pferde hier in Deutschland, die diese Masterarbeiten betreut hat. Und bei der ersten Masterarbeit ging es einfach darum, dass einfach überprüft wurde, funktioniert denn diese Methode? Und das Ergebnis dieser Masterarbeit war, es ist bei allen getesteten Pferden hat das funktioniert. Das ist einfach nochmal nach wissenschaftlichen Kriterien auch untersucht worden. Das ist einmal Punkt 1, die Methode funktioniert. Und die zweite Masterarbeit, da ging es dann eher darum, wie tiergerecht, wie pferdegerecht ist diese Ausbildungsmethode? Und da war das Ergebnis, dass diese Ausbildungsmethode für Pferde eben besonders pferdegerecht ist. Ist auch eben nach verschiedenen wissenschaftlichen Kriterien untersucht worden. Zum Beispiel wurde da während der Ausbildung die Herzfrequenz der Pferde gemessen. Es sind aber auch vor und nach den Ausbildungseinheiten Speichelproben bei den Pferden entnommen worden. Und dann ist der Cortisolgehalt im Speichel gemessen worden. Cortisol ist ja ein Stresshormon und folglich je niedriger der Cortisolanteil im Speichel ist, desto relaxter, entspannter ist das Pferd. Und das hat eben gezeigt, dass das Pferd selbst während dieser Ausbildungsarbeit, Arbeit ist immer mit ein bisschen Belastung und Stress verbunden, das geht uns Menschen ja auch nicht anders, dass der Cortisolspiegel selbst während der Ausbildung nie in ein Level kommt, wo man das Ganze wirklich einem Angst- oder gar Panikbereich zuschreiben könnte beim Pferd.
Was vielleicht da noch ganz besonders ist, ist eben auch der Cortisolspiegel gemessen worden, unmittelbar nach dieser Ausbildung, nach der Arbeit mit Fred Rei. Und da war es tatsächlich so, dass das Pferd unmittelbar danach entspannter war, ruhiger, relaxter war, der Cortisol-Level niedriger, als wenn das Pferd jetzt einfach ganz ruhig, vermeintlich ruhig, in seiner vertrauten, bekannten Box stehen würde. Also das zeigt ganz deutlich, dass sich das Pferd tatsächlich auch nach einem Leittier sehnt, wo es sich einfach geborgen fühlt, wo es weiß, okay, ich muss nicht dauernd gucken, irgendwo im Gebüsch oder hier könnte irgendwo vielleicht Feind, Raubwild oder so lauern. Es fühlt sich einfach sicher und ist deshalb entspannt und relaxed. Das war was ganz Besonderes, auch natürlich diese beiden Masterarbeiten. Ja, das glaube ich, das ist spannend. Und man sagt ja auch, die wenigsten Pferde sehnen sich ja wirklich nach diesem Job des Leittiers, weil das ja doch eine immense Verantwortung ist und auch wirklich schwere Arbeit. Und die meisten Pferde möchten sich tatsächlich, das bestätigt ja jetzt genau das, was du da berichtest, einfach gerne jemandem anschließen, der ja diesen Job einfach gut erfüllen kann und wo sie sich vertrauensvoll anschließen können und eben nicht so viele Gedanken machen müssen. Ja, beides. Ich glaube, jedes Pferd hat, das ist ja auch uns Menschen irgendwo eigen, von daher glaube ich, kann man das schon auch gut verstehen. Jeder hat ja mehr oder weniger ausgeprägt, auch bei uns Menschen, so ein gewisses Machtstreben, so ein gewisses Karrierebewusstsein, der eine vielleicht mehr, der andere weniger. Und das ist bei den Pferden auch. Da gibt es welche, die wollen gerne in der Rangordnung, in der Rangfolge der Herde weiter nach oben. Die tun da auch wirklich relativ viel und aktiv dafür. Und dann gibt es Pferde, denen ist es nicht ganz so wichtig. Aber so ein gewisses Streben nach oben haben sie schon alle irgendwo. Und man hat eigentlich auch festgestellt, das finde ich tatsächlich ganz spannend, dass die Pferde, die in der Herde, in der Gruppe der Pferde untereinander eher ranghoch sind, dass das oftmals die dankbarsten Pferde auch im Umgang mit den Menschen sind, weil die gottfroh sind, wie du richtig gesagt hast, endlich mal so diese Verantwortung abgeben zu können und einfach mal zu wissen, okay, ist da, alles ist easy, alles ist super, ich muss mich um nichts kümmern und kann einfach meinem Leittier Mensch vertrauen. Und manchmal ist es tatsächlich auch so, dass das Gegenteil dann so ist, dass die Pferde, die vielleicht in der Herde eher weiter unten stehen in der Rangordnung, dass die sich denken, wenn es bei den anderen Pferden schon nicht klappt, dann probiere ich es mal bei meinem Reiter, vielleicht habe ich da mehr Chancen, hier mal den Rang höheren zu geben. Das ist möglich. Und die wollen ja wahrscheinlich auch einfach wissen, ob du denn überhaupt auch geeignet bist, sie zu führen. Und das ist ja auch schon das, wo man oft sagt, die Pferde testen dann auch mal die Menschen. Das ist ja auch ganz natürlich. Sie möchten ja wissen, mit wem sie das zu tun haben und ob du das halt wirklich auch hinbekommst als Reiter. Und falls nicht, dann fühlt sich vielleicht ein Pferd, das von Natur aus gar nicht so dazu geeignet ist, eine Führposition einzunehmen, fühlt sich vielleicht wirklich auch dazu gedrängt, diese Arbeit zu übernehmen, weil es eben denkt, mein Mensch kriegt es nicht hin. Pferd ist ja ein Fluchttier, das heißt, muss eigentlich von Natur aus ständig irgendwo auf der Hut sein und auch Ohren und Augen im wahrsten Sinne des Wortes immer offen halten, ob nicht irgendwo eine Gefahr drohen könnte. Und dieses Gucken müssen, dieses auf der Hut sein, das den Pferden abzunehmen, dieses Vertrauen, das ist eben was ganz, ganz Entscheidendes. Ja. Dass man sich auch erarbeiten muss, genau. Vielleicht können wir da auch gerade an dem Punkt, das passt, glaube ich, ganz gut, schon zu unserer ersten Frage kommen, mit was Pferde denn so Probleme haben können, weil wir vorhin kurz mal angesprochen haben, dass dieser Begriff Problempferd, den wir jetzt sehr aktiv auch wirklich in den Titel unseres Kongresses mit aufgenommen haben, dass der an sich ja auch schon ein bisschen schwierig ist und von vielen interessanterweise auch ganz verschieden interpretiert wird. Wie ist denn für dich die Definition von einem Problempferd und gibt es vielleicht auch eine Definition von Reihreitern im Allgemeinen? Unterscheidet sich das? Habt ihr euch da, ist das ein Thema bei euch? Ich würde das gar nicht so sehr unterscheiden. Also ich glaube, das ist nichts Reihreit-Spezifisches. Ich denke mal, das Pferd, das man dann so gerne als Problempferd bezeichnet, ist ja in den seltensten Fällen wirklich das Problem. Meistens liegt das Problem ja tatsächlich, das klingt immer so hart, aber meistens liegt das Problem ja tatsächlich irgendwo bei uns Menschen. Wenn ein Pferd zum sogenannten Problempferd wird oder geworden ist, hat das meistens damit zu tun, dass es eben in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen auch mit uns Menschen gemacht hat und irgendwo abgespeichert hat, okay, Mensch mit Vorsicht zu genießen, Mensch eher Feind, gegen den ich mich irgendwo zur Wehr setzen muss.
Und da kommt ein ganz wichtiger Punkt auch mit dazu, was wir beim Reihreiten auch tatsächlich immer mitlernen, dass ein Pferd im Prinzip in seiner Millionen Jahre langen Entwicklungsgeschichte im Prinzip nur mit zwei Arten von Lebewesen konfrontiert worden ist. Zum einen die anderen Pferde, also Artgenossen. Ganz klar, da spielt sich so das Herdenverhalten, auch das Rangordnungsverhalten ab. Andere Pferde, das ist das Freundbild. Und dann war es nur konfrontiert, das Pferd, mit seinen Feinden, mit den Pumas, mit den Wölfen, also mit all jenen, die das Pferd einfach fressen wollten, das Pferd als Beutetier. Ja. Klar, das Pferd vielleicht auch an der Wasserstelle mal andere Tiere getroffen oder so, aber mit denen hatte es ja nichts zu schaffen. Die haben sich nicht für die Pferde interessiert und die Pferde nicht für die, die waren halt auch da. Und dann kamen vor ungefähr 7000 Jahren wir Menschen, haben uns quasi in das Leben der Pferde hineingedrängt, haben begonnen, mit dem Pferd was zu machen, mit dem Pferd irgendwie arbeiten zu wollen. Und das Pferd hatte aber eigentlich nur diese beiden Möglichkeiten. Entweder ordne ich den Menschen jetzt ein ins Freundbild, quasi wie einen Artgenossen, oder ins Feindbild, wie die Wölfe und Pumas. Und ganz klar ist ja eigentlich, wir als Mensch, wenn wir sicher unterwegs sein wollen bei einem Ausritt oder in jeglicher Arbeit mit dem Pferd beim Reiten, dann müssen wir im Freundbild sein. Das Pferd muss uns als Artgenossen ansehen, auch wenn es sieht, dass wir anders aussehen und nur auf zwei Beinen laufen, darf uns aber auf keinen Fall ins Feindbild einordnen, weil sonst natürlich das für uns durchaus sehr gefährliche Wehrverhalten einsetzen kann, sprich ausschlagen oder im Sattel dann buckeln, steigen, all das, wo wir dann sagen, oh Gott, das ist ein unreitbares Problempferd. Und ich glaube, da fängt das Problem an, dass viele sogenannte Problempferde den Menschen eben im Feindbild sehen, weil da irgendwann in diesem Zusammensein Mensch-Pferd bei diesem Pferd irgendwas schiefgelaufen ist im Umgang mit dem Menschen und da eben von Menschenseite aus Fehler gemacht worden sind. Das kann ganz vieles sein, kann mit schmerzbringenden Hilfsmitteln beim Reiten zu tun haben und einfach einem nicht pferdegerechten Umgang mit dem Pferd. Ja, genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch speziell in diesem Kongress nun ja behandeln möchten, denn wir wollen ja wirklich auch davor ansetzen, also bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist und wir uns ein sogenanntes Problempferd erzeugt haben. Gibt es denn jetzt einen ganz bestimmten Fehler, eine ganz bestimmte falsche, missverstandene Verhaltensweise des Menschen, die du, wenn du sie jetzt mit einem Schlag aus der Welt schaffen könntest, gerne beseitigen würdest? Natürlich gibt es viele Gründe, aber vielleicht eine spezielle, die dir besonders am Herzen liegt. Naja, ich glaube, wir Menschen neigen ganz häufig dazu, das Pferd auch zu vermenschlichen. Und das, glaube ich, ist ein ganz großer Fehler, den wir einfach machen. Wir lassen ganz häufig so diese für Pferdekommunikation ganz wichtige Konsequenz vermissen. Denk mal, wenn wir uns wieder das Verhalten der Pferde untereinander auf der Herde, in der Herde anschauen, dann ist es da einfach so, dass es ganz klare Regeln gibt, dass es eine ganz klare Hierarchie gibt. Kein Pferd ist gleichrangig wie das andere. Es gibt immer einen, der Rang höher ist und einen, der Rang niedriger ist, selbst wenn Pferde Kumpels sein können und befreundet sein können. Einer ist immer der Rang höhere, einer der Rang niedere. Wenn jetzt beispielsweise ein rangniederes Pferd an der Tränke steht und trinkt, und dann kommt da ein Ranghöherer und möchte auch trinken, dann wird der Ranghöhere niemals sagen, die 2 Minuten, bis der getrunken hat, das kann ich kurz abwarten, ich bleib mal kurz stehen, der geht dann schon, alles gut, sondern der wird einfach mal kurz die Ohren anlegen und signalisiert dem Rangniederen damit, hau ab, aber schnell. Und wenn der Rangniedere das eben nicht tut, und das ist diese Konsequenz, die die Pferde auch zeigen, dann gibt es eben mächtig Ärger, dann gibt es richtig Stress, dann wird dieses Fehlverhalten, in Anführungszeichen, des rangniederen Pferdes einfach mit üblen Bissen oder Tritten bestrafen. Ich sage damit nicht, dass wir jetzt unsere Pferde beißen sollen oder treten sollen oder Gewalt gegenüber dem Pferd anwenden sollen. Nein, überhaupt nicht. Es geht einfach nur darum, dass wir wirklich im Umgang mit dem Pferd konsequent sind. Und wenn wir jetzt beim Reiten irgendwo unterwegs sind, wenn ich nach links abbiegen möchte, das Pferd denkt sich aber, rechts fände ich cooler, dann kann ich halt einfach als Reiter nicht sagen, ja, ist ja wurscht, der andere Weg führt ja irgendwann auch zum Ziel. Weil in dem Moment ist das Pferd einfach der Ranghöhere, der ist verantwortlich dafür, wo wir hingehen, das Pferd ist damit aber auch für die Sicherheit selbst verantwortlich und kümmert sich
einen Dreck um den Menschen, der da oben sitzt. Von daher müssen wir tatsächlich auch konsequent sein und auch das Fehlverhalten des Pferdes tatsächlich auch sofort unterbinden und reagieren. Diese Konsequenz ist etwas, das ganz häufig einfach fehlt, aber ich glaube, unglaublich wichtig ist für einen wirklich harmonischen Umgang mit dem Pferd. Mhm. Dazu hast du uns ja auch tatsächlich diese Videoausschnitte zugesandt. Da kommt mir jetzt gerade in den Sinn, da könnten wir vielleicht tatsächlich uns auch schon mal was anschauen dazu. Genau. Das sind schon ein bisschen ältere Aufnahmen. Ja. Und zwar ist das Pferd, das wir da gleich sehen werden, das ist die Honey. Ja. Und wir sehen die Honey gleich, wo man einfach gleich auch merkt, okay, ein wirklich toll reitbares Pferd ist es nicht. Wir sehen Bilder aus der Ausbildung mit einer Pferdetrainerin, die jetzt nicht viel richtig macht. Und dann sehen wir im Laufe des Videos, wie sich das Ganze entwickelt. Das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, wie aus einem wirklich offensichtlichen Problempferd ein ganz treuer Gefährte wird. Und das Video ist noch von Fred Rey, der das Ganze auch kommentiert hat. Ja, dann schauen wir uns das mal an. Gucken wir mal eben. Vom Verbrecher zum Freund. Oh, genau. Du siehst die Aufnahme. Ich muss sie, glaube ich, mal gerade noch ein bisschen größer schalten, damit wir die auch alle gut erkennen können. Dieses Video ist in zwei Teile aufgeteilt. Den zweiten Teil findest du entweder kostenlos während dem Kongress oder du kannst dir alle Videos sichern, wirklich zum Downloaden, zum immer wieder anschauen. Hier unten in der Videobeschreibung, da findest du alle Details dazu. Ansonsten eine kurze Erinnerung, auch von der Fee. Fee, was sagst du? Genau. Bitte YouTube-Kanal einmal abonnieren. Das kostet dich nichts, das hilft uns aber wirklich, noch mehr Wissen zu verbreiten. Und ich freue mich, wenn du hier gleich auf Abonnieren und dann auch auf die Glocke klickst. Bis dann.